20. Spieltag in der deutschen Eishockey-Liga. Wolfsburg gegen Schwenningen, der Tabellenvorletzte gegen das Schlusslicht der Liga. Kein Eishockey-Leckerbissen auf den ersten Blick, aber beide Teams sind im Aufwind. Die Grizzlies mit Trainer Hans Kossmann, 4 Punkte in den 2 Spielen. Und die Wild Wings mit Paul Thompson, dem neuen Mann, sogar mit 2 Siegen. Erstes Drittel. Wolfsburg in den orange-schwarzen Trikots mit dem besseren Start. Das ist Christoph Höhenleitner, der beste Torschütze der Grizzlies. Strahlmeier und Nachschuss, Armin Wurm. 2-mal Strahlmeier im Blickpunkt. Der Mann hat Selbstbewusstsein nach dem Shutout beim letzten Sieg gegen Nürnberg. Gute Aktion. Von den Gästen bis dahin noch nicht viel zu sehen. Aber dann Istvan Bartalis, der erste Schuss aufs Tor von Jerry Kuhn, 7. Spielminute. Es bleibt beim 0:0. Nur 1 Minute später. Kai Appich leitet seine Chance selber ein, dann kommt er wieder an die Scheibe. Mit der Rückhand, ganz gefährlich. Jerry Kuhn ist aber noch dran. 0:0 nach 20 Minuten. Hans Kossmann, Coach der Grizzlies. Die Zielstrebigkeit, die fehlt seinem Team noch. 2. Drittel, die Wild Wings kommen beflügelt aus der Kabine mit Mirko Höflin auf Kurt, völlig frei, Pfosten. Schnell gespielt, viel zu selten in dieser Partie. Jerry Kuhn wäre hier machtlos gewesen. Es läuft die 25. Spielminute. Schwenningen befreit sich und dann geht es nochmal ganz schnell. Bohatsch auf Bartalis, Tor für Schwenningen, 1:0. Istvan Bartalis mit seinem 4. Saisontreffer ins kurze Eck. Da steht Jerry Kuhn eigentlich, aber auch ein knallharter Schuss vom Ungarn. 2 Minuten später, Wolfsburg wirkt nicht geschockt. Und plötzlich steht Christoph Höhenleitner ganz frei, legt auf und Tor, Ausgleich, 1:1. Christoph Höhenleitner, der Torschütze, aber Kyle Sonnberg, der hat als letzter die Scheibe berührt. Hier sehen wir es mit dem Schlittschuh. Eigentor gibt es aber nicht, deswegen 6. Saisontreffer für Christoph Höhenleitner. Ärgerlich für die Wild Wings und Trainer Paul Thompson. 3. Drittel. Kein schönes Eishockey, deswegen sind wir bereits in der Schlussphase. Und das ist Bukatz auf Kai Appich. Das muss es doch sein. Was für ein Glück. Pfosten erneut. Jerry Kuhn wäre hier machtlos gewesen. Die letzten Sekunden in der regulären Spielzeit. Und dann kommt noch mal Gerrit Fauser an die Scheibe. Die Riesenchance. Aber es bleibt beim 1:1. Und auch in der Overtime passiert nichts und Paul Thompson macht sein Team heiß aufs Penaltyschießen. Bisher 3 Fehlschüsse und dann kommt Ville Korhonen gegen Jerry Kuhn. Korhonen gegen Kuhn, Tor! Der Finne versenkt hier, eiskalt, Schwenningen geht in Führung. Cole Kessels, er muss jetzt treffen, macht er aber nicht. Deswegen gewinnt Schwenningen nach Penaltyschießen und steht am Ende als Sieger da und setzt seine Serie nach der Länderspielpause fort. Der 3. Sieg. Unsere erste richtige Siegesserie. Wir haben gut gespielt und uns die Siege verdient. War ja das erwartete Spiel, also dass es kein Schönheitspreis gewinnt, das Spiel war klar. Und ich denke, wir haben einfach nicht verstanden, uns genug Chancen zu erarbeiten und ja, das hätten wir durch mehr Laufen, mehr Rotieren machen müssen. Die Grizzlies also wieder nur mit 1 Punkt und die Wild Wings pirschen sich immer weiter an Wolfsburg ran.